Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode SimCity und heute werden wir hier noch ein wenig weiterbauen. Mir wurde gesagt, das finde ich übrigens super cool, dass das wirklich funktioniert, dass man, wenn man hier Wasser nimmt und dann eine Pumpstation nimmt und diese Kläranlage? Ich glaube, die Kläranlage bringt wieder Wasser in den Boden. Das heißt, wir könnten eigentlich hier irgendwie so ein Gebiet machen. Oh, guck da, wie die Scheiße abläuft. So ein Gebiet machen, wo wir, Dingenskirchen. Da. Wo wir eben die ganze Zeit Wasser wieder rein und rausholen. Das wäre ziemlich knorke eigentlich, ne? So. Hier können wir ja schon mal die Straße lang ziehen. Die wollte ich hier auf jeden Fall haben, um die Straße hier ein bisschen zu entlasten. So dürfte das ja eigentlich funktionieren. Wie sieht das eigentlich mit dem Wasserstand hier aus? Ja, also es würde sich anbieten, das hier oben zu machen. Dass wir sagen, wir machen hier oben so eine Station hin, wo man pumpen kann und so. Also ich meine nicht das Pumpen in der Muckibude. Die Frage ist, ob das dann noch passt mit der Bahnstation. Wir können hier mal eine Bahnstation schon mal hinbauen. Verkehrsabteilung in der Regierung. Okay. Das heißt, wir bräuchten mal eine Verkehrsabteilung. Die kostet 15.000. Da müssen wir noch ein wenig warten. Und zwar ein paar Sekunden noch. Genau. Jetzt können wir die bauen. So, bauen wir die einfach mal. Wo bauen wir die hin? Erstmal hier hin. So. Das heißt, sowas können wir dann bauen. Das wird dann da dran gebaut an die Straße. What? Okay. Dann kann man so Eisenbahnschienen. Da kann man dann so laufen lassen. Wie sieht das denn dann aus? Man muss dann schon so laufen. Unnötige Schienen bauen, ja. Nee, das mache ich auf jeden Fall nicht. So, was brauchen wir denn noch alles? Was sagen die? Oh, wir brauchen wieder Wohnungen. Dann bringen wir die nochmal wieder Wohnungen ein. So, können hier eigentlich noch unten so ein bisschen bauen. So, wir sagen, wir machen hier noch so ein Gebiet hin. Ah, das reiße ich mal lieber wieder ab. Ich meine, das war keine gute Idee. Bäm. So, dann mache ich nämlich... Ich will immer so eine Hauptstraße haben. Achso, nee, das sollte ja dann am besten eine Kurve sein. So. Auch wenn die Kurve sehr krass ist. Passt aber, glaube ich, so. Ah, ich brauche noch ein bisschen Geld. Dankeschön. So. Dann können wir den Verkehr da auch ein bisschen entlasten. So. Ja, ich will gerade Strecken bauen. So, wenn ich das so mache, dann müsste ich ja eigentlich... Ah? Ah? Okay, dann eben nicht. Ah, doch, jetzt. Hier wollte ich... Warte, wenn ich das mache, dann kommt das. Okay, perfekt. Aber ist das ein Gerade? Ja, oh, das scheint gerade zu sein. So. Wir müssen ja nicht das ultimative Wohnviertel bauen. Dass hier eher so mittelständische Menschen leben können. So.
Dann hier noch in die Straße rein. Wo sind hier diese Kurve, die man bauen könnte? Hier. Ah, lass mal hier lieber gerade bauen. Oh, wir bräuchten mal Polizei. Okay. Können wir schon mal hier erstmal bauen lassen. Ah, hier nicht unbedingt. Da wollte ich eigentlich, dass nicht gebaut wird. So, aber hier kann gerne gebaut werden. So. Oder ich lasse auch hier bauen. Machen wir hier so ein, sag ich mal, etwas gehoben, aber nicht so krass gehobenes Gebiet. Ja, hier genügt. So einen kleinen Sportpark, so ein Sportteil. Können wir meinetwegen hier hin. Dann verbessert das direkt die Lebenssituation. Und wir sollten echt mal langsam eine Polizei bauen. So. Ja, wird schon gebaut. Und Müllabfuhr brauchen wir auch mal. Uiuiui. Ui, ui. Müllhalde, ja, wird auch noch gebaut. Oh shit, wie viel Müll hier einfach ist. Das hat sich schon erledigt. Okay, sehr gut. Dann können wir mal die Hauptstraße bauen. Ohne Kurve. Na komm, nochmal hier. Egal, ob das jetzt schief ist oder nicht. Können wir mal wieder abreißen. Da ich ja unbedingt genug Platz haben möchte. So. Hier so eine Müllverbrennungs... Okay, wir können noch nicht. Müssen wir später machen. Aber wir haben Nachfrage in Wohngebieten weiterhin. Lol. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. So, hier eigentlich auch. Unser bereits... Ah, die Kriminalität wird schlimm. Okay, dann müssen wir langsam gucken, dass wir die Polizei hinbekommen. Ja, dann wird ja schon mal ordentlich gebaut. Was ist das? Wutturm. Die Kunden zum Wutturm Hotelgeräte zu kaufen. Während Dr. Wim mit lokalen Hightech-Firmen Geschäfte treibt, in der Nacht verwandelt Dr. Wim immer mehr gewöhnliche Bürger zu kriminellen Handlangern. What? Warum? Die haben auch wieder Probleme. Okay. Alle haben so Probleme. Kümmert euch mal um eure eigenen Probleme. So. So, dann können wir jetzt die Polizeiwache bauen. Haben wir die mal... Wo bauen wir die denn hin? Hier so an die Ecke. Das passt doch. Ist erstmal egal. So. 3 Tote pro Tag. Das heißt... Brauchen wir jetzt mehr... Wagen oder mehr Wartezimmer? Wissen wir noch nicht, okay. Müssen wir mal schauen. So. Erstmal hier wieder ein bisschen Chemie. Weil Chemie ist ganz toll. Ich glaube, wir brauchen noch mal ein paar Müllwagen. Wie viel kostet das Verbrennungsding? 25.000, yo. Dann können die direkt mithelfen. Ganzen Müll da wegzuräumen.
Was braucht man noch für Bevölkerung? Wohnennachfrage. Okay. Was ist der Grund? Zu viele Verbrecher. Okay. Ist ja jetzt behoben worden. Es scheint sich auch zu verbessern irgendwie. Ich glaube, wir brauchen mehr Krankenwagen. Ja, wir brauchen mehr Krankenwagen. Wie viel kosten die? 10.000? Reicht. So. Und wir brauchen noch was Polizei. Wie viel kostet 10.000? Passt. Na, lieber hinten. Kommt cooler rüber. So. Streife, wir gehen auf Streife. So. Gut, dann sollte sich die Situation eigentlich verbessern. So, in der Region muss man erstmal nichts machen. Was ich mich frage ist, ob das wirklich geht, dass ich sage, ich mache eine Stadt, wo alle Leute arbeiten gehen. Und in den anderen wohnen sie. Das habe ich immer noch, weiß ich noch immer nicht, ob das jetzt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich würde gerne wissen, ob das von der Länge her passt. Krüppelig sieht das denn aus? Lol. So. So. Und hier noch. Und hier noch. So. Was haben wir denn noch für Nachfrage? Wohnen. In schöneren Gebiet. Das heißt, wir müssen jetzt hier wieder für ein bisschen mehr Zeug sorgen, dass das ganze, die ganze Lebenssituation hier ein bisschen verbessert. Wir können ja nochmal. Wie sieht denn mit so einem Freizeitpark aus? In so eine Spielehalle. Okay. Schöne Zimmer. Diese Zimmer sind nicht besonders, aber ganz nett. Auf diese Art bleiben Touristen vor Ort. Okay. Minzautomaten, Cent für Cent. Jetzt haben wir schwache Drinks und Einlagen in der Lounge. Tourismus, Magnet. Kann ich mehr Leute anlocken? Okay. Auf jeden Fall sollten wir die Situation mal verbessern hier. Durch solche Teile zum Beispiel. Irgendwas, was weiter wirkt. So, das hat ja übelst viel gebracht, meine ich. So. Ja, da bauen sie schon wieder mehr. Hey! Leute beschweren sich, warum? Leute profitieren der Grund zu viel Verbrechen. Oh, guck mal, jetzt nicht mehr. Hat sich direkt erledigt. So, wir kriegen nicht mehr genug Strom durch. Okay. Dann machen wir erstmal noch ein kleines Windcraftwerk. So. Hoffen wir, das genügt erstmal. So. Verbrechenswelle. Okay, wir müssen die echt erweitern, damit das hier zu einer vernünftigen Situation in der Stadt wird. So, jetzt produzieren wir auf jeden Fall genug. Ich würde ungern jetzt schon auf ein Atomkraftwerk umgehen, ne? Kein Strom. Ich
Wie viel kostet denn noch so ein Winddings? 5000, okay. Okay. Puff. Ja, jetzt können wir schon upgraden. Nö. Ah, aber so eine Bürgermeistervilla. Da ist doch toll. Wo will ich denn wohnen? Oh, guck mal, hier wird schon größer gebaut. Hier in so einem Gebiet. Ja. Steigert die Zufriedenheit überall. Okay. Gut, auf jeden Fall kommen schon jetzt schon ordentlich Leute in mein Dings. Aber wir müssen mal gucken, dass wir Strom plus machen. Ölkraftwerk. Kohle. Da. Gut, jetzt haben wir einen Überschuss. Das können wir abreißen. Das dürfte eigentlich für die gesamte Stadt erstmal genügen. Irgendwann importieren wir dann immer Strom, wenn zum Beispiel in einer anderen Stadt das Atomkraftwerk ist. Oder wir machen hier zum Beispiel dann die Bildungsstadt draus. Aber was brauchen wir? Gewerbe wird wieder gefragt. Okay, dann bauen wir hier noch auf jeden Fall Gewerbegebiet hin. Dafür bauen wir jetzt aber erstmal wieder... mal so eine Kurve. So, das probiere ich jetzt mal aus. So sieht das doch ziemlich knorke aus. Machen wir hier Gewerbe hin. Hier nochmal mehr Wohnungen. Dann passt das da auf jeden Fall auch. Und wo können wir den Gewerbe noch hinmachen? Ich überlege hier hinzumachen, aber das wird, glaube ich, nicht so viel bringen. Dafür werden ja jetzt hier noch Läden gebaut. Das ist doch schön. Gut, Upgrade. Nice. Hooray. So. Was wir mal machen könnten, das würde ich gerne ausprobieren. Wir brechen diese Stadt jetzt ab. Und werden in einer neuen Stadt komplett alles versorgen. Das heißt, wir werden da reine Industrie machen. Reine Produktion. Das heißt, wir werden jetzt hier das alles abreißen. Dieses gesamte Industriegebiet. Und werden in einer anderen Stadt das anfangen. So, das heißt, wir gehen jetzt in die Region. So, wir brauchen ein Produktionsgebiet. Das wird das Produktionsgebiet. Da ist Eisenbahn alles bei. Himmelsspaß. Jo, der Himmel wird sowas von verpestet sein in dieser Region. So. Gut. Wir hatten Eisenbahn, hatte ich gesehen. Haben wir nicht? Wir hätten ja... Ah doch, da ist Eisenbahn. Nice. Gut. Auf jeden Fall erstmal... hier die Hauptstraße. Wo ist denn hier Öl und so?
Hier, sehr gut. Erzkarte, okay, hier sind auch Erze, sehr schön. Bohrungen, Öl. Haben wir denn hier Öl? Wir haben kein Öl hier. Wir haben kein Öl, aber wir haben hier Erze. Gut. So. Wo war jetzt das Öl oder die Erze? Hier, gut. Und hier auch so ein bisschen. Das heißt, hier bauen wir dann. So. Und hier war noch irgendwas. Ich glaube Öl, ne? Oder was war hier? Ja, irgendwie sowas. So. Pause mal bitte das Spiel, danke. So. Bürgermeister in Spendierlaune. Ja, wir brauchen Kredite. So. Wir machen schon Plus. Keine Sorge, Leute. So. Können wir hier meinetwegen so die Produktionsstätte machen? So. So. Hier wird dann überall Industrie hingebaut. Da kommen dann nämlich immer die ganzen Arbeiter da lang. Dann können wir hier. Wie sieht es mit Wasser aus? Wasser können wir meinetwegen da machen. Dann machen wir eine richtig heftige Wasserproduktion. So. Was wir brauchen ist Züge. Und das. Können wir dann meinetwegen hier hin machen? So. Oder meinetwegen so? Nee, das sieht hässlich aus. Na, passt auf jeden Fall so erstmal. So, der Wind ist ja letztlich sowieso egal. So, Spezialisierung. Das brauchen wir. Unterhalten Sie 7 Industriegebäude. Okay, Kohlebergwerk, Erzbergwerk. So, jetzt brauchen wir Wasser. Jetzt brauchen wir Versorgungsabteilung in der Region. Okay. Strom können wir auf jeden Fall produzieren. Da machen wir ordentlich Überschuss, sehr gut. So. Stadt ist pleite. Nice. So. Was? Wir sind auf jeden Fall pleite, das weiß ich. Haben wir schon alles ausgegeben? Krasse Scheiße. So.
Können wir hier eigentlich überall hinbauen lassen. So, jetzt geben wir nämlich Arbeit automatisch, wenn wir das eben mal... Achso, ich muss jetzt wieder zurück. Keine Sorge, Boys, ich mach das schon. So. Jetzt laden wir wieder diese Stadt. SimCity funktioniert nicht mehr. Ich hoffe, die Aufnahme ist nicht abgeschmiert. Wir sehen uns bis gleich. So, da bin ich wieder. Weiter geht es mit unserer Situation. Ich hoffe, das wurde jetzt alles gespeichert. Wir haben auf jeden Fall jetzt Himmelsspaß betreten. Folglicherweise müsste es ja eigentlich gespeichert worden sein, zumindest was wir in der vorherigen Stadt gemacht haben. Sehr gut, wir haben Probleme in unserer Stadt. Nehmen Sie einen Kredit. Können wir noch mehr Kredite nehmen? Nö. Ich gehe mal wieder in meine Region und fange an, die Stadt zu laden. Ich hoffe, das schmiert jetzt nicht wieder ab. Nein, okay, gut. Aber ich würde sagen, ich nehme das mal als Situation. Wir haben es schon so lange aufgenommen. Was ist mit der Episode? Bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und sage tschö. Bis dann und man sieht sich.